Wir machen weiter mit unserer Serie von der Wucht in Kaltenhäuser am Rosenfeld. Ist für uns ganz speziell das Barbecue aufgestellt worden. Und natürlich gehört Musik dazu, dann auch da ist es. Das altheilische Leben. Die Bilder vom Bericht und von der Serie sind vom Klodheim. Musik ist eine gemeinsame Sprache bei allen Menschen. Sie lehren es von Kind auf, ohne Noten kennenzulesen, aufs Ohr und mit dem Herz. Dadurch ist es aber wirtschaftliche Beschäftigung geworden. Der Group Swing Traditionnel zum Beispiel probt regelmäßig. Wie viel Mal spielen denn in der Woche so? Ja, zwei, drei Mal machen wir es proben so. Was fehlt, ist Engagement. Nicht bei Asikoni. Asikoni, ja. Das kann noch kommen. Hein, ja, das kann noch kommen. Ja. Was, das ist Ihr Repertoire, das ist Jazz Manouche, kann man sagen. Ja, ja. Ja, ja. Jazz Manouche, das kommt vom Django nicht, von Gabalita Dings. Das haben wir nur gelöst. Nur geholt, will ich sagen. Nicht? Das sind Ihre richtige musikalische Tradition. Ja. Wird der Nachwuchs sich vorläufig gesucht. Mon garçon, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Jouer au violon. Devenir musicien, ton métier? Oui. Entendre jouer là, donc c'est très impressionnant. Où est-ce qu'on peut vous entendre dans la région? Écoutez, la plupart on joue plutôt en Allemagne, en Italie on en joue et on voudrait aussi jouer en Alsace. On peut faire une musique en Alsace beaucoup. Ce serait sous forme de concerts ou des animations, des balles ou... Un peu de tout, concerts, balles, ouais, des animations, on fait de mariage, tout, on fait un peu de tout en fait. Hein. Vous avez, là, on a entendu deux morceaux de votre répertoire, mais vous avez un répertoire beaucoup plus large, je pense. Oui, oui. On a plusieurs compositions à nous, en fait, et des reprises qu'on fait également. Hein. C'est la tradition qui est auch de barbecue auf Zigine Ort. Im reinsten und schönsten Sinn vom Wort. Musik bei der Manouche ist auch ein Verbindungsstrich zwischen den Generationen. Ein Abendsort, wie durch den Django Reinhardt, weil er kommt vor ist, eine soziale Anerkennung wie eine Zukunft hat. Eine Zukunft von auch die Manouche wieder wie am Flugplatz in Kaltenhäuser leben. Von uns gesehen, das macht es nicht gerade zu glauben. Der Kontrast mit dem Rosenfeld ist so, der muss ist gross. Manche wohnen seit bald 40 Jahren hier in Roulotte oder Weihe, von Juli ab, dort anfangen mit festen Häusern. Das sind Baracken, so Dinge. Und jetzt wollen wir mal erleben, wie die anderen Leute auch. Das ist wichtig. Voilà, ja, das ist wichtig. Und surtout für Kinder, für kleine Kinder. Dann, die haben noch keinen Dusch gehabt und die haben gar, noch gar nichts gehabt. Und sie freuen sich, wenn sie die Häuser kennen, dass sie ihre Zimmer haben und ihre Dusche und ihre WC. Voilà, und da haben wir nichts, keine Dusche und kein WC und gar nichts. In unserem 21. Jahrhundert ist es nicht möglich. So kann man nicht wieder schlafen. Ja, sie haben selbstständig Wasser, aber sie haben keine Toilette. Wenn es reicht, ich habe den Platz gesehen, es ist also humainement, c'est pas possible. Und Häuser sollen bis 2012 definitiv durchstehen.